Gerade mal 60 Sekunden soll das Aufklappen des A-Liners dauern. Geht es wirklich so leicht? Ich glaube, da drüben, irgendwas klemmt da drüben noch. Der Club Camper hat in den USA zahllose eingefleischte Fans. Ich liebe die A-Form, so viel Platz hier drin. Wir schauen in die Fabrik, was tatsächlich so alles im A-Liner Platz findet, und testen ihn im Selbstversuch. Hält der Pop-Up-Camper, was er verspricht? An einem sehr amerikanischen Campingplatz im Bundesstaat Pennsylvania ziehen wir in das Topmodell und bekommen erstmal eine kleine Einführung von Vertriebsleiter Alan Reaping. Das ist der einzige Anhängercamper, in dem vier Leute schlafen können und trotzdem in die Garage passt. Hat er eine Heizung? Ja, hat er. Es ist kalt, aber es gibt genug Wärme. Erster Schritt, abkoppeln und die stabilen Beine ausfahren. Ab jetzt steht der Wohnwagen von allein. Dann folgt der Trick, der den Pop-Up-Camper so besonders macht. Das Ausklappen des Daches und der Seitenwände in die A-Form. Mit scheinbar nur ein paar Handgriffen verwandelt Alan den Kasten in einen vollwertigen Campingwagen. Und wie schaut er jetzt von innen aus? Die Firma verspricht trotz Minigröße eine Vollausstattung für die ganze Familie. Im Gang haben wir eine Spüle und einen Gasherd. Und dann da unten einen 0,8 Kubikmeter großen Kühlschrank. Hier passt ein Esstisch in die Mitte. Und aus der Sitzecke kann man auch ein Bett bauen. Okay, Essen und Schlafen, das sind die Basics. Was gibt es noch in dem Minicamper? Zum Beispiel eine versteckte Toilette und im Boden eingebaut eine Dusche. Wie seid ihr drauf gekommen? Ein Kunde kam darauf. Der baute sich selbst eine Dusche in seinem Camper und schickte uns Bilder. Wir dachten, tolle Idee. Bevor Alan uns allein lässt, klappt er den A-Liner wieder zusammen. Reporter Johannes soll später schließlich selbst dran und den Camper gründlich durchtesten. Schaffen das die Leute? Klar. Auch Anfänger? Ja, ich glaube an dich. Das freut mich. Wie gut es klappt, werden wir gleich sehen. Alle A-Liner kommen aus dieser Fabrik ein paar Kilometer weiter. 80 Mitarbeiter schrauben hier pro Jahr 1500 Camper zusammen in Handarbeit. Es gibt 12 verschiedene Modelle. Los geht's mit der 2-Personen-Basic-Version ab 12.000 Euro, also in etwa die Preisklasse von normalen Wohnwagen. Wer es größer und besonders gut ausgestattet haben will, muss bis zu 40.000 Euro hinblättern. Erfunden hat den A-Liner-Hobbytüftler Ralph Tate. Er baut in den 1970er Jahren den ersten Pop-Up-Camper in seiner Garage. Eine völlige Neuheit damals, die er zunächst an Freunde und Nachbarn verkauft. Als die Nachfrage immer größer wird, eröffnet er 1984 eine Fabrik. In den vergangenen Jahren ist der A-Liner in den USA endgültig zum Kultobjekt geworden, auch dank Social Media. Das ist Milo und das ist mein Tiny Home. Ich stabilisiere nur schnell, mach das Ding auf und das war's. Ich liebe die A-Form, so viel Platz hier drin. Jedes Jahr im Sommer findet in Fabriknähe sogar ein A-Liner-Festival statt, bei dem hunderte Fans aus den ganzen USA zusammenkommen. Dass es solche Fans bald auch im Ausland gibt, das ist das Ziel von Jaina und Brad Randall. Sie haben die Firma vor 8 Jahren übernommen, nachdem sie zuvor jahrelang im Management gearbeitet hatten. Das Ehepaar will jetzt den deutschen und europäischen Markt erobern. Europa ist bestens geeignet für uns. Die Straßen sind eng und die Leute verstauen ihr Zeug gerne in der Garage. Ein A-Rahmen-Camper von diesem Kaliber gibt es dort bisher nicht. 5 Tage dauert es, bis ein A-Liner zusammengeschraubt ist. Los geht's mit den Wänden, sogenannten Sandwich-Platten. Die müssen haltbar sein, aber vor allem auch leicht.
Das Durchschnittsgewicht eines A-Liners liegt bei rund 1000 Kilo. Denn dem Chef ist es wichtig, dass fast jedes Auto den Camper ziehen kann. Wir versuchen, das Gewicht so gering wie möglich zu halten, sodass auch Crossover- und Elektroautos den Camper ziehen können. Das ist eine typische Platte. Innen ist Styropor, das hier ist die Innenwand aus einem leichten Kunststoffgemisch und die Außenwand ist mit Glasfaser beschichtet. Sind alle Einzelteile zurechtgeschnitten, können Arbeiter die sogenannte Box bauen, das Grundgerüst des Campers. Es besteht aus einem Spanplattenboden, der mit Holzlaminat beklebt wird. Darauf befestigen sie dann die vier unteren Wände. Dieser Kasten macht sich nun auf die Reise durch die Manufaktur und wird nach und nach ausgestattet. Fast jedes Teil des Campers kommt direkt aus dieser Fabrik. Auch die Einbauschränke sind handgemacht. Vom Prinzip her sind alle A-Liner gleich. Sie unterscheiden sich nur nach Größe und Ausstattung. Der kürzeste Camper ist 3 Meter lang, der längste 4,50 Meter. Die größeren sind zurzeit besonders beliebt. Auch in Deutschland geht Brad unter anderem mit einem 4-Personen-Camper an den Start. Vor 3 Jahren war der durchschnittliche Camperkunde 41 Jahre alt. Jetzt ist er 33. Viele junge Familien lieben den Camping-Lifestyle. Aber sie wollen Platz und entscheiden sich für den größeren Grundriss. Sie finden es gut, dass es Betten für 4 Leute gibt und eine Dusche. Wenn die Box komplett ausgestattet ist, folgt die Kür, die Installation des Daches und der beiden Außenwände. Die Teile also, die sich später klappen lassen und die den Pop-up-Camper zu dem machen, was er ist. Doch wie genau funktioniert dieses Klappsystem? Wir sehen keine Schalter oder Elektronik. Es ist nicht ganz so einfach. Es funktioniert über eine Kombination aus Federn und Gasdruckaufstellern. Dieses System haben wir über Jahre hinweg entwickelt und immer wieder verbessert, damit das Dach so einfach wie möglich hoch und wieder runter geht. Aber wo und wie wir das genau machen, das ist unser Betriebsgeheimnis. Mehr zeigen dürfen wir hier nicht. Wie schnell geht es nun wirklich mit dem Aufklappen? Wir lassen den Chef ran und stoppen mit. Angeblich kann man es allein in unter einer Minute schaffen. Dach hoch, Wände auf, festzurren. Fertig. Brad schafft es in 32 Sekunden. Etwas länger dauert es bei den größeren Campern. Die haben Gauben, die von innen zusätzlich aufgeklappt werden müssen. Wie gut das in der Praxis wirklich geht, will unser Reporter Johannes testen. Wie werden sich Mann und Camper bei der ersten Bewährungsprobe schlagen? Dem Ausklappen? Ja, und jetzt müsste es eigentlich ja einfach so aufgehen, oder? Okay. Wie hat der das gemacht? Ich glaube, da drüben, irgendwas klemmt da drüben noch. Richtig, das Scharnier war nicht richtig auf. Doch jetzt öffnet sich der A-Rahmen wie von Zauberhand. Das Dach sitzt, es folgen die Außenwände. Oh Gott, das hängt schon wieder. Nun, ein bisschen Learning by Doing gehört eben mit dazu. Beim Klappen muss man die Tür aufhalten, sonst bleibt sie stecken. Wenn die Wand oben ist, befestigt man sie innen mit einem einfachen Riegel. Nach knapp 3 Minuten hat Johannes es geschafft. Der ausgeklappte Camper steht. Langsam knurrt der Magen. Gut, dass unser Reporter Abendessen mitgebracht hat. Er will Nudeln mit frischer Tomatensauce machen. Platz für Töpfe und Pfannen ist schon mal. Aber gibt es auch genügend Platz zum Kochen? Okay, es ist natürlich ein bisschen eng, also man muss die ganze Zeit hier so Zeug hin und her räumen. Aber trotzdem sind wir ja in einem mini kleinen Camper drin. Und dass hier überhaupt 2 Herdplatten und ein komplettes Waschbecken sind, ist natürlich schon mal klasse. Und... Na?
Okay. Etwas Luft in der Wasserleitung. Okay, damit muss man wohl leben. Dafür funktioniert der Herd einwandfrei, der von einem Propangastank vor der Tür betrieben wird. Die Sitzecke wird dank einem Klapptisch schnell zum Esszimmer für Kamerafrau Chandler und Johannes. Und hier könnte man locker auch zu viert essen. Platz gibt es genügend. Ja, Campingessen. Ist okay. Nach diesem Drei-Sterne-Gericht wird die Sitzecke zum Bett, mithilfe von ein paar Seitenstreben, zwei Brettern und den Sitzpolstern. Im noch ziemlich frostigen Frühling Pennsylvanias hat es draußen gerade mal 0 Grad. Doch es gibt eine Heizung, eine Wärmepumpe betrieben mit Strom vom Campingplatz. Unser Reporter macht es sich gemütlich. Dank Heizung und fester Wände bleibt es drinnen die ganze Nacht warm. Und wie war die erste Nacht im Pop-up-Camper? Das Bett war gemütlich und vor allem sehr groß. Also echt erstaunlich, was in diesem kleinen Camper alles drin steckt. Also hier zwischen Küche, Kühlschrank, Waschbecken, der Dusche, der Toilette und dem großen Bett. Also echt, war eine coole Erfahrung. Bleibt nur noch ein letzter Test, das Zuklappen. Doch das schafft Reporter Johannes problemlos. Macht schon Spaß. Nach nur 90 Sekunden ist der Pop-up-Camper wieder kompakt und abholbereit. Unser Fazit: Eine ziemlich clevere und gut gemachte Idee für die, die es sich leisten wollen. Denn ein Schnäppchen ist der A-Liner im Vergleich zu normalen Wohnwagen leider nicht.